Urteil vom 11.01.2021 beschreibt den Begriff unverhältnismäßig in Bezug auf die Konsequenzen der Maßnahmen als zu farblos und die Dimensionen des Geschehens zu beschreiben. Und es zeigt zudem auf, die Verordnungsgeber, Landes- und Bundesregierung hätten es zum jeweiligen Zeitpunkt besser wissen können, sogar müssen. Dieses Urteil ist nicht nur einfach ein Freispruch wegen eines Bußgeldes, sondern auch eine 20-seitige Anklage. Lest bitte das ganze Urteil und nicht nur über das Urteil. Hier stehe ich und kann nicht anders. Die im Stadtrat verabschiedet worden ist, die zwar keine rechtskräftige Resolution ist, aber die vom Stadtrat verabschiedet wurde und ein Artikel im Bode vom Untermain erschienen ist zu dieser Thematik. Dazu erstmal ein kurzes Zitat von einer Dame, die eine Erklärung im Sinne einer schädlichen Spaltung von Adorno und Hannah Arendt politisch übersetzt hat. Wenn man den Menschen erzählt, es sei für das Gute, sind sie zu fast allem bereit. Die Menschen, die in Miltenberg, und nicht nur in Miltenberg, überall in Deutschland auf der Straße sind, seit einem Jahr fast, die werden mit Kampfbegriffen belegt. Das führt zur Entmenschlichung des anderen. Der andere ist kein Mitmensch mehr. Er wird zum Gegner. Debatten können da nur noch schwer stattfinden. Ich mache jetzt mal eine kleine Aufzählung. Wir sind in dieser Resolution von 13 Stadträten unterzeichnet, auch vom Bürgermeister als privat, wobei das meiner Meinung nach nicht geht. Wenn ich in einer Stadtratssitzung etwas unterschreibe, macht er das als Bürgermeister und nicht als Privatperson, der dazu eingeladen ist. Und jetzt mal das kleine Arsenal. Wir sind als Demokratiefeinde bezeichnet worden. Wir sind als Verschwörungstheoretiker bezeichnet worden. Und jetzt mal ein Arsenal der Kampfbegriffe von einem Jahr. Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, Wirrköpfe, Spinner, Covid-Idioten, Schwurbler,
Antisemiten, Reichsbürger, Rechte, Rechtsradikale, Egoisten, Querdenker, Esoteriker, Relativierer, Verharmloser, Nazis und letztendlich ganz neu Demokratiefeinde. Wir stehen hier, glaube ich, für die Demokratie. Wir stehen hier für einen Dialog, den fordern wir ein. Man muss über die Probleme sprechen können, man muss die Sorgen ernst nehmen. Und die Menschen so pauschal aus dem Stadtrat zu verurteilen, wie das hier passiert ist, ist ein absolutes Unding. Und ich finde, wir sollten dem Stadtrat sagen, das muss aufhören, wir müssen reden. Da steht hier schon ewig drauf, wir müssen reden und fordern den öffentlichen Dialog. Wir hätten diese Woche fast einen Termin mit dem Bürgermeister Karlert gehabt. Drei Leute waren eingeladen. Dann kam der Anruf bei der Mariana, der Termin wurde abgesagt. Die Begründung kann die Mariana vielleicht nochmal nachreichen. Wir müssen miteinander reden und wenn es im Freien ist, wir gehen bei 40 Grad im Sommer auf die Straße, laufen 4 Stunden durch Berlin. Wir stehen im Winter bei der Kälte draußen, ob es regnet und wir laufen. Wir fordern, miteinander zu reden und die Menschen auszuschließen oder zu sagen, wie das auch im Stadtrat stattgefunden hat anscheinend, uns zu ignorieren, als wären wir keine Mitmenschen. Ich glaube, es geht los. Das muss aufhören. Wir fordern den Dialog. Seid ihr dabei? Also zu dem Anruf, dem Telefonat mit dem Bürgermeister Herr Karlert, dabei war noch der Herr Weber. Da ging es um diese Resolution gegen uns als Menschen. Keiner hat uns gefragt, kommt ihr zu uns, wir wollen mit euch reden. Daraufhin wollten wir natürlich einen Termin dort haben, wir wollten es besprechen, weil 13, 14, 15, keine Ahnung wie viele Stadträte gegen uns stimmen, obwohl sie uns nicht einmal kennen, nicht gefragt haben, was wir wollen. Die haben uns nicht gefragt, was wir denken, was wir möchten. Wir sind deren Wähler, wir sind deren, ihre Brötchengeber, wir sind die Steuerzahler. Wir zahlen jeden Monat unsere verdammten Steuern. Und es kann nicht sein, dass da keiner mit uns reden möchte. Die Aussage ist von Herrn Karlert, dem Bürgermeister, ich wünschte, er wäre vielleicht irgendwann mal gekommen, dass er als Privatperson unterzeichnet hat, aber die Mein-Echo hat das anders dargestellt und selbst wenn er als privater Mensch unterzeichnet hat und es eine private Aktion war, im Stadtrat hat das nicht im Stadtrat stattzufinden, sondern bei irgendjemand zu Hause oder auf der Straße vielleicht, ist mir egal wo, aber es hat nicht im Stadtrat zu suchen. Und das habe ich dem Bürgermeister auch gesagt, mein Mann war mit dabei, wir fanden das absolut nicht in Ordnung und sowas macht mich wirklich stinkig und das habe ich ihm auch gesagt. Und nächstes Mal habe ich gesagt, wenn die wieder sowas entscheiden, sollen sie uns doch bitte dazu rufen. Weil sonst sind wir nämlich nicht belustigt. Wir gehen dann nämlich rechtliche Schritte. Wenn Sie auch der Meinung sind, dass dieser Landtag neu gewählt werden soll, dann unterstützen Sie bitte unser Volksbegehren. Auch, dass sich der nächste Landtag mehr um die Bürger in Bayern sorgt und sich mehr um unser schönes Bayernland kümmern. Bitte helfen Sie mit. Wir benötigen 25.000 Stimmen, um den Antrag auf Volksbegehren einreichen zu können. Vielen Dank. Das Bündnis Landtag abberufen. Ich halte diese Initiative für sehr, sehr wichtig. Wir zeigen hier dem König Söder und seinem Gefolge, wer der wirkliche Souverän ist. Also nicht der bayerische König Markus, sondern das Volk. Und wir rufen das Volk auf, die Stimme abzugeben. Und dazu müsst ihr bitte hier vorne diese Stimmzettel abholen, unterschreiben und bei der Gemeinde beglaubigen lassen, dass ihr wahlberechtigt seid. Es fehlen noch etwa 2000 Unterschriften. Das heißt, unser Ziel ist es, 100 Unterschriften aus dem Kreis Miltenberg einzureichen. Leute, hier vorne sind die Zettel. Nehmt sie, ihr könnt sie auch beidseitig kopieren. Geht zu Freunden und in der Familie rum.
Lasst die Zettel dann abzeichnen auf der Gemeinde und schickt sie dann ein. Es ist eine kleine Mühe, aber eine Mühe, die sich lohnt, denn von dem Landtag, der seine Kontrollpflichten nicht wahrnimmt, haben wir nichts zu erwarten. Richtig. Erstmal danke an alle, dass ihr hier da wart. Ich wäre aber auch froh, wenn ihr eure Freunden, Bekannten, Verwandten einfach fragt, ob die auch Lust haben, hier an sowas mit teilzunehmen. Weil ich glaube, wir müssen Bedeutung mehr werden und ich hoffe, dass wir das nächste Mal 3 oder 4 Mal so viele Leute werden. Ich bedanke mich bei euch alle. Bitte schaut in den Gruppen der Freiheitsboten nach, entweder auf Facebook oder auf Telegram. Wir teilen ansonsten auch immer selber auch auf eBasit. Da gibt es ja viele Infos über den Landkreis. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder da seid nächsten Sonntag. Und hoffentlich haben wir dann ein bisschen besseres Wetter. Vielen Dank an euch alle. So, hallo, hier ist der Carmen aus Hanau. Hallo, ich bin der Carmen, ja, aus Hanau. Ich heiße Carmen Assumtuk aus Hanau. Ich bin in der Orga-Truppe und wir machen viele Infostände. Marktplatz Hanau. Mittwochs ist Markt, am Samstag ist Markt. Da machen wir immer von 11 bis 14 Uhr Infostände. Und dann Mittwochsabend sind wir immer Hanau Marktplatz von 18 bis 19.30 Uhr. Mahnwachen mit Mikrofon, alles drum und dran. Da sind wir auch letzte 3 Mittwoch über 100 Leute und es wird immer mehr. Und diese Infostände bringen viel. Ich rate alle, die so denken wie wir, dass sie Infostände machen, wo viele Geschäfte sind, wo viele Menschen sind und das bringt sehr viel. Und so kommen wir weiter. Und wünsche euch alle einen schönen Abend.